Ich hatte vor einer Woche so einen Sack gekauft, so einen hier. Ob Hagel oder Sonnenbrand, wo so 3 Kilogramm krumme Äpfel drin waren. Hier. Krumme Dinge. Von denen habe ich sogar noch einen übrig. Die waren lecker. Die auch jetzt im Nachhinein, nachdem ich alle, die ich da gekauft hatte, gegessen habe, beziehungsweise so ungefähr 10 von denen zu Saft gemacht habe, der auch gut geschmeckt hat, kann ich sagen, die waren sehr lecker. Also hier. Der letzte kleine hält sich immer noch nach 8 Tagen, nachdem ich sie gekauft habe. Oder 9 Tage. Jedenfalls hatte ich diesen Sack dann nochmal gekauft. Und genau in derselben Verpackung waren dann hier solche Riesendinger drin. Und die waren leider in einem furchtbaren Zustand. Also die Hälfte von denen habe ich jetzt, ohne sie zu essen, weggeschmissen. Das ist zum ersten Mal seit gefühlt seit Monaten, dass ich irgendwas, was ich gekauft habe, nicht gegessen, sondern weggeschmissen hatte. Also was völlig Neues für mich. Und jetzt ist der Stängel abgerissen. Der ist nicht mal stark genug, dass der sein Gewicht am... Sch Frechheit. Wie alt ist der denn? Na egal. Ich wollte eigentlich nur sagen, da hatte ich einen von probiert. Die anderen waren äußerlich so matschig, dass ich denen dann keine Chance mehr gegeben habe. Aber ich möchte jetzt mal einfach nochmal, vielleicht war das Pech, ich möchte den jetzt einfach trotzdem nochmal probieren, bevor ich da mich zu meinem, wie sage ich, zu meinem Übergang, naja. Ich will nicht sagen Urteil, das klingt so, als wäre es für alle Zeit, für mein kurzfristiges Urteil, dass von diesen krummen Äpfeln die großen so ein bisschen gefährlich sind und die kleinen eigentlich ziemlich lecker sind. Möchte ich mal, bevor ich das ausspreche, dieses Urteil, möchte ich mal hier eins von diesen Monstern nochmal probieren. Guck mal erstmal, ob ich drücken kann. Ich kann nicht drücken. Gutes Zeichen, der andere war nämlich ein bisschen mehlig. Vielleicht hatte ich einfach einen furchtbaren erwischt. Aber ich probiere mal. Ich werde ihn erstmal polieren. Es war eben kein gutes Zeichen, dass der Stängel abgefallen ist. Weil daran hängt der doch am Baum. Das ist doch seine Nabelschnur und gleichzeitig der Dübel, mit dem er befestigt ist. Dann kriegt er die Nährstoffe. Gib mir immer so, lange bevor ich hier so Obstenthusiast war, hatte ich mir doch gedacht, das wäre lustig, wenn es in so Automaten, das heißt ein Vending Machine auf Deutsch, in so einem. Weiß ich nicht, wie heißt, in so einem Süßigkeitenautomat, wenn es da Äpfel drin gäbe, die noch so ein bisschen an so einer Art Ast hängen würden, weil dann könnten sie, den Ast könnte man irgendwie in so ein Wasser tunken und vielleicht wäre der Apfel dann länger frisch. Also so eine Idee, die ich hatte. Und wo ich da jetzt an diese Idee denke, dass hier einfach der verdammte Stängel abfällt, als wäre er aus Papier. Da verliere ich ja sämtliches Vertrauen in diesen Apfel. Aber mal nicht meckern, bevor ich ihn angeschnitten habe. Der ist jetzt gut poliert. Riecht auf jeden Fall nach Apfel. Jetzt schneide ich den an. Würzig mildes Aroma. Riecht sehr deutlich nach Apfel. Ist schön grün innen. Der ist natürlich so, der hat so kleine Imperfektionen, so kleine Pickelchen am Rande oder so ganz kleine Druckstellen, die man aber sehr leicht abschneiden kann, wenn man eine findet. Jetzt probiere ich den mal. Ich merke schon beim Schneiden, ah ja, der ist so ein bisschen verdächtig. Der könnte so ein bisschen mehlig sein. Gefällt mir nicht, wenn der Apfel so leicht zu schneiden ist. Vielleicht kann ich ihn als Raumduft aufstellen, weil er riecht lecker. Er hat hier auf jeden Fall, er hat so kleine, winzig kleine Druckstellen, was aber kein Problem ist. Dann probiere ich mal. Er hat einen tollen Geschmack, aber die Konsistenz lässt zu wünschen übrig. Er ist ein bisschen zu. Er ist nicht mehlig, aber er explodiert so gar nicht. Er ist so, der liegt, ich habe das Gefühl, der liegt zu lange. Also wenn der. Wenn der ein bisschen frischer seinen Weg zu mir gefunden hätte, dann wäre es ein toller Apfel gewesen. Er ist nicht mehlig, aber er steht nicht. Also er steht nicht auf. Die Fasern, die hängen.
Er ist so kurz vor mehlig werden. Ist aber noch okay. Der Geschmack ist toll. Also der ist leicht süß, leicht fruchtig. So gut wie keine Säure. Schon so ein bisschen herb, schon so ein bisschen, ja nicht würzig, aber herb ist eigentlich ein gutes Wort dafür. Also er ist nicht so schlimm wie den einen, den ich probiert hatte. Der ist ein bisschen besser. Weil der gut schmeckt, aber von der Konsistenz nicht so aufregend ist, werde ich die wahrscheinlich, ich habe noch 5 von den dicken Äpfeln übrig, werde ich die wahrscheinlich einfach zu Saft machen. Das ist der perfekte Moment. Wenn er nicht knackig ist, wenn es kein die Sinne belebendes Erlebnis ist, dann ist das ein perfekter Kandidat, um daraus Saft zu machen. Wie ich schon in dem anderen Video gesagt habe, ich habe die Vermutung, der schafft es nicht früh genug in den Laden. Das sind so die aussortierten Äpfel und die haben erst seit kurzem angefangen zu versuchen, die in den Supermarkt zu bringen. Und deswegen liegen die schon eine Weile. Was haben die denn damit gemacht vorher? Haben die wahrscheinlich zu Saft gemacht oder zu irgendeinem Tierfutter? Oder Alkohol haben sie vielleicht draus gebrannt? Jedenfalls, die sind okay. Wenn ich wüsste, ich will Saft machen, würde ich auf jeden Fall die großen kaufen. Aus dieser Tüte, aus diesem 3-Kilo-Rack. Aber wenn ich wüsste, ich würde die gern so essen, dann würde ich versuchen, die kleinen zu kriegen. Jetzt basierend von den 3 Beuteln, die ich davon gefuttert bzw. halb gefuttert habe. Ich mache einfach Saft draus. So schlimm sind sie gar nicht, die Großen.